Beim Motorradfahren auf der Rennstrecke wird der mentale Faktor oftmals außer Acht gelassen oder so nach dem Motto, das braucht ja alles keiner. Nichtsdestotrotz ist jede Leistungssport-Herausforderung oder jeder Leistungssport, wo man extrem viel Leistung bringen muss oder auch mal über sein Limit gehen muss, eine extreme Herausforderung. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir Motorrad-Rennstreckenfahrer sind, ob wir Extrembergsteiger sind, ob wir Profi-Rennradfahrer sind oder sonstiges. Und da gehören ein paar Faktoren dazu, wo man sich selbst sehr gut kennen muss. Und ich denke, das ist für jeden interessant, auch wenn der eine oder andere vielleicht denkt, der Meindl, was redet er für einen Scheiß, ne? Also, ich würde sagen, starten wir mal ein. Ich gebe euch meine Tipps, was das mentale Thema anbelangt, für die Rennstrecke. Starten wir mal mit dem heikelsten Thema und das ist das Thema Angst. Viele sagen ja bestimmt, ich habe keine Angst, ich habe nur einen gesunden Respekt. Ich würde sogar sagen, ich kann nur von mir selbst reden, aber ich würde sagen, ich habe eine gewisse Angst, wenn ich Motorrad auf der Rennstrecke fahre. Im Profisport, wenn man sich Interviews von Profisportlern über übergreifende Sportarten anhört, dann hört man das relativ oft. Die Frage ist nur, wie kann man die Angst einschätzen und vor allem, wie kann man sie kontrollieren? Und man muss abwägen zwischen, ist es mir wert, das Risiko einzugehen, eine reine Risikokalkulation betreiben. Aber klar habe ich Angst vor Sturz, klar habe ich Angst vor Verletzung, klar habe ich Angst vor vielleicht nur finanziellen Schäden im Falle eines Sturzes, aber das fährt mit und letztendlich muss ein Motivator vorhanden sein, der uns dazu bringt, dass wir trotzdem fahren. Und so ist es bei mir. Und ich würde da auf jeden Fall immer sagen, dass ich mit mir selbst immer ringe. Das heißt, es ist eine gewisse Angst da, die schätze ich ein, die versuche ich einzuordnen, versuche sie dann aber auch zu überwinden, weil ich mir natürlich schon die Frage stelle, dann brauche ich ja gar nicht fahren. Ne? Aber die Lust und die Motivation zu fahren, das Motorrad an meinem persönlichen Limit zu bewegen, überwiegt im Verhältnis zu dem, dass ich Angst habe. Aber es ist vollkommen normal. Wenn jemand sagen würde, ich habe keine Angst davor, mir die Schulter zu brechen, ich habe keine Angst davor, einen Highsider zu haben, dabei auf den Kopf zu fallen und mir vielleicht einen Wirbel zu brechen oder irgend sowas, das wäre eher unmenschlich zu sagen, ich habe davor keine Angst. Also ja, davon hat man Angst und das ist auch part of the game. Und es ist eigentlich nicht die Frage, ob es passiert, dass man stürzt, sondern eher, wann man stürzt und wie schlimm das es letztendlich ist. Aber ich denke, dass es auch in uns so ein gewisser Optimismus ist, der sagt, heute ist nicht der Tag zum Stürzen. Oder heute passiert schon nichts oder es passiert mir schon nichts. Und ich denke, das ist auch wichtig und richtig, weil wenn man das immer mit sich rumtragen würde und immer sagen würde, okay, heute ist der Tag, wo ich stürze, dann macht es wirklich keinen Sinn. Und das sind dann eventuell auch die, die nicht fahren. Nichtsdestotrotz im Leben ist es, denke ich, mit allem so, no risk, no fun. Das Risiko einzugehen, das Risiko versuchen zu managen und dann halt auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und die Angst zu kompensieren oder einzuschätzen und dementsprechend mit viel mentaler Kraft in einen Rennstreckenturn oder in ein Rennen zu gehen, ist für mich, sind einfach ganz klar die technischen Hausaufgaben. Also ich versuche nach dem Ausschlussverfahren zu arbeiten. Ich versuche quasi sämtliche potenzielle Fehlerquellen, die von mir oder vom Motorrad kommen könnten, zu eliminieren. Damit es schon mal nicht an dem scheitert. Ich meine, wenn da draußen auf einmal ein Platzregen kommt oder vor mir einer stürzt oder vor mir einer Öl verliert und ich rutsche darauf aus, dann ist das ein Schicksal. Dann hast du einfach Pech gehabt. Ne? Da kannst du noch so gut vorbereitet sein. Wenn unmittelbar vor dir einer Öl verliert, die Streckenposten sehen es nicht, du rutschst auf dem Öl aus, dann ist es einfach so. Aber das ist nicht der häufigste Sturzgrund auf der Rennstrecke, sondern die häufigsten Sturzgründe sind eigentlich die, dass Fahrer Fehler gemacht haben. Und oft gar nicht mehr wissen, was habe ich eigentlich falsch gemacht. Und das ist meines Erachtens nach die Überforderung, die mentale Überforderung. Im Profisport sagt man auch gern Senses Overloaded. Viel Adrenalin, viel Einflüsse auf einmal. So der Hunger nach, ich muss schneller, ich muss... Und das ist eigentlich das, wo man weg muss. Man muss versuchen, den Biss für die Rundenzeit, für die Geschwindigkeit, für die sportliche Leistung schon aufrechtzuerhalten, aber immer in die Waage zu setzen mit dem Risikomanagement. Und wenn ich zurückblicke an 25.000 Rennstreckenkilometer pro Jahr, dann
habe ich versucht, eben, um nochmal auf die Hausaufgaben zurückzukommen, so gut wie möglich zu arbeiten, um mein Gewissen so gut wie möglich zu beruhigen, um zu sagen, okay, an mir liegt es schon mal nicht. Und da geht es natürlich los mit Akribie, Reifen, Luftdruck, Reifentemperatur, technisch Strauben nochmal nachkontrollieren, in Ruhe arbeiten, nicht ablenken lassen, einen Tagesplan machen, ein Control Sheet mit, ja, ich habe 6 Turns und vor jedem Turn kontrolliere ich Sprit, Reifendruck, Reifentemperatur, einmal kurzer Fahrzeugcheck, einmal mit den Augen kurz durch den Bug durchlinsen, ist irgendwo was undicht, habe ich irgendwo ein Öl und so weiter und so fort. Viel genug Zeit einplanen. Ich stelle immer wieder fest, dass Leute, na klar, das ist auch, ich verstehe das total, es ist ein Hobby, es macht Spaß, man will Fun haben mit seinem Kollegen, mit seinem Freund und dann wird gequatscht und tralala und das gehört auch total dazu und dann, oh scheiße, ich habe ja meinen Turn in 2 Minuten und dann auch schnell Helm und da werden Sachen vergessen und deswegen muss man da, nicht weil ich euch den Spaß nehmen will, sondern weil ich will, dass es sicherer ist für euch oder dass ihr mehr Fun habt dann auf der Strecke, muss man da von dem, sagen wir mal, Kuddelmuddel so ein bisschen zurücktreten und das ein bisschen professioneller sehen. Nicht, weil ich euch den Spaß nehmen will, sondern weil ich will, dass weniger Stürze passieren. Klar, wir haben alle was davon. Ne? Und ich denke, dass darauf viel passiert. Und wenn Leute zu mir kommen, so 15 Minuten vor dem Turn und fragen mich noch irgendwas und ich sage so, hey, komm, können wir da in der Mittagspause oder am Abend reden? Ich bin hier Fokus. Also ich setze mich da teilweise wirklich sowieso alleine in meinen Hänger und da setze ich hier und gehe nicht mal die Strecke ab. Also es muss nicht sein, dass ich da jede einzelne Kurve nochmal analysiere. Nee, um das geht's nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass ich mein Gehirn einfach runterfahre und jetzt keine Einflüsse hole. Also nicht mehr die Instagram checken, die WhatsApp checken oder sowas. Das sind alles Einflüsse, die dich unterbewusst, wenn auch nur unterbewusst, einfach begleiten auf der Strecke draußen oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo du auf die Strecke gehst. Und da ist es, denke ich, wichtig, speziell die letzten 15 Minuten vorm Turn, vorm Rennen nochmal runterzufahren, versuchen auch den Puls runterzukriegen, in sich kehren, ja, nochmal das Moped anschauen und nochmal Step by Step alles durchgehen, habe ich das, ja, habe ich. Und dann sitze ich teilweise einfach nur da und bin einfach total weggetreten von der Präsenz. Also ich sitze zwar da, mein Körper ist da, aber ich bin eigentlich nicht präsent. Und da ist für mich das Schlimmste, wenn ich quasi mich noch mit jemandem unterhalten muss, weil das sind Informationen, die dich dazu bringen, eventuell da draußen nicht hundertprozentig fokussiert zu sein. Und ich denke, dass es extrem wichtig ist. Und ich würde nie sagen, ich bin der Beste, um Gottes Willen. Nee, also ich bin kein Profifahrer. Ich habe viele Kilometer gefahren. Ich bin anhand diesen vielen Kilometer relativ sturzfrei. Und das, glaube ich, liegt hauptsächlich daran, an meiner Fokussiertheit auf das, was ich jetzt mache. Und da bin ich auch relativ rigoros. Das heißt, wenn es sich zeitlich nicht ausgeht oder ich das Gefühl habe, ey, das ist mir zu stressig, dann lasse ich den Turn sausen. Weil lieber fahre ich nur 5 von 6 Turns und die fahre ich aber gut, die fahre ich fokussiert, die fahre ich konzentriert, die fahre ich technisch gut, sportlich gut und schnell. Und wenn mir der Turn am Morgen um 9 Uhr zu stressig ist, weil ich da dann mit meinem morgendlichen Toilettengang nicht hinkomme oder irgendwie solche, ja, dann lasse ich den einfach. Scheiß drauf. Da könnte man sagen, ja, aber das haben wir ja bezahlt. Ja, aber ich habe lieber 5 richtige Turns wie einen von den 5, der eigentlich für den Arsch war. Und dann musste ich quasi mehr oder minder die anderen 5 Turns drüber ärgern. Also von dem her fokussieren auf die eine wirkliche Sache, was ich da mache. Ich denke, viele Stürze liegen gar nicht einmal daran, dass eben Fahrer nicht wissen, wie es geht. Ich denke, viele wissen in der Theorie total, wie es funktioniert. Die können dir die richtige Linie aufzeichnen. Die wissen ganz viele technische Sachen, eben vielleicht von meinen Videos oder auch von anderen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das Visier zugeht und die Ampel auf grün und die fahren aus der Box raus, dann ist das weg. Und das ist immer, weil die Senses overloaded sind. Zu viel Adrenalin und zu viel Stress, zu viel Cortisol, zu viel Stresshormone und so weiter. Das beflügelt zwar, das gibt deinem Körper Kraft, aber in manchen Fällen mindert es die Klarheit zu denken. Und das ist extrem, extrem wichtig. Die mentale Situation bei einem Sturz
nach einem Sturz oder wenn man wieder aufsteigt, ist extrem schwierig. Und ich denke, jeder, der schon mal gestürzt ist, kennt das Phänomen. Die ersten paar Meter vor dem nächsten Fahren nach einem Sturz, oh, da fühlt sich alles komisch an. Der Körper fühlt sich komisch an, das Motorrad fühlt sich komisch an. Man hat überhaupt kein Vertrauen und so weiter und so fort. Und ich kenne das genug. Ich bin zwar noch nicht so oft gestürzt, aber die 4-5 Mal, die ich gestürzt bin in meiner fahrerischen Karriere, habe ich das jedes Mal mit mir gezogen. Und wichtig ist dabei einfach zu verstehen, was ist passiert, warum ist es passiert und kann ich irgendwas der potenziellen Variablen eliminieren. Wenn ich zum Beispiel aus heutiger Sicht einen Vorderradrutscher mit einem Reifen habe, werde ich diesen Reifen definitiv tauschen. Nach diesem Sturz. Weil ich diesen Fall gehabt habe, dass ich mit einem neuen Reifen übers Vorderrad gestürzt bin und unmittelbar darauf sofort wieder gestürzt bin. Ich will es nicht auf den Reifen schieben, ich kann es nicht beweisen, aber irgendwie war das schon ein bisschen komisch. Und zweimal gestürzt mit einem neuen Reifen innerhalb von 5 Runden, das war seltsam. Deswegen würde ich einfach empfehlen, in einem Falle des Sturzes Reifen tauschen. Du weißt nicht, was mit dem Reifen ist, vielleicht ist er mal zu lange in der Sonne gelegen, vielleicht sind die Weichen mal raus, vielleicht hat er ein technisches Problem, du steckst nicht drin, keiner checkt den Reifen, jetzt könnte man sagen, wie kann man auf den Reifen schieben, das ist ein fahrerischer Fehler. Ja, kann sein, können aber trotz alledem auch Probleme der Technik gewesen sein. Von dem her versuche ich auszueliminieren. Ja, ich versuche zu verstehen, was war an dem Tag. Okay, das Motorrad mit dem Reifen, mit der Heizdecke, mit dem Luftdruck, bei der Wetterbedingung, bei diesen Temperaturverhältnissen, bei dieser Asphalttemperatur und so weiter. Und dann versuche ich abzustecken. Und als ich letztes Jahr im Mugello zweimal gestürzt bin, eben, war natürlich alles irgendwie so ein bisschen komisch. Da dachte ich mir schon kurzzeitig, Alter, das ist ja irgendwas ist hier. Und dann bin ich mit einem neuen Motorrad auf eine andere Strecke, mit einem neuen Reifen, mit anderen Heizdecken, mit anderen kompletten Gegebenheiten. Dachte ich mir, okay, wenn es jetzt hier nochmal passiert, dann liegt es definitiv an mir. Ist aber nicht mehr passiert. Also da war irgendwo vielleicht auch die Kombination. Und deswegen versuche ich immer Maximum abzustecken und zu eliminieren. In dem Zeitpunkt habe ich im Gehirn so das Gefühl, okay, ich habe alle Variablen aussortiert, die hätten diesen Sturz möglich machen können. Und deswegen gehe ich dann eigentlich mit einem relativ guten Gefühl wieder in den neuen Turn. Wenn man natürlich das Motorrad nicht wechseln kann, dann würde ich empfehlen, einfach mal das Motorrad wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Gabel öffnen bzw. Klemmungen öffnen, mal entspannen, vielleicht ist es verspannt gewesen, die Achse oder die Gabel verspannt, dann spricht es schlechter an, dementsprechend mehr muss der Reifen arbeiten, dementsprechend früher ist das Limit da. Es sind lauter so Faktoren, die einfach eine große Rolle spielen, die du vielleicht nicht unbedingt weißt, aber du kannst es prüfen. Na, Kühler prüfen, ist der vielleicht irgendwo undicht, sprüht da vielleicht so ein leichter Sprühnebel irgendwo auf den Reifen, lauter solche Geschichten. Also versuch einfach abzustecken. Wenn du das alles abgesteckt hast, kannst du natürlich auch immer noch fahrerisch zu tun haben und da würde ich dann einfach im besten Fall jeden Turn eine Onboard-Kamera drauf haben. Nicht jeder kann sich ein Data-Recording kaufen, könnte ich privat auch nicht, um Gottes Willen. Die Firma bezahlt es oder 2D stellt uns das zur Verfügung, aber im Zweifel eine Kamera. Kamera on board und jeden Turn filmen. Und kann auch in einer schlechten Qualität sein, dann passt viel auf die Speicherkarte drauf und kannst den ganzen Tag laufen lassen. Aber dann kannst du im Falle eines Sturzes analysieren, hey, was habe ich falsch gemacht oder was war da? Auch wenn du es nicht kannst, kannst vielleicht jemand anderes. Und da ist schon so extrem wichtig, daraus zu lernen und so nach dem Motto, okay, den Fehler mache ich nur einmal, das passiert mir kein zweites Mal. Und das geht aber wiederum nur, wenn man mental so fit ist, dass man da draußen in der Lage ist, darüber nachzudenken, was man tut. Und das funktioniert nicht, wenn du mental oder körperlich auch 110% gibst. Bei 110% passieren Fehler. Du musst so eine gewisse Reserve einplanen. Eine gewisse Reserve von 15%, die brauchst du. 90% sollte dein Limit sein, damit du einfach noch viel genug Energie im Kopf hast, darüber nachzudenken, was du machst. Und man vergisst oft, dass der Kopf die meiste Energie zieht bei so einem Extremsport. Von dem her sind jetzt hier ein paar Minuten gewesen, die ich gelabert habe, 15 um genau zu sein. Ich habe da bestimmt noch viel mehr Ideen, aber das ist mal so ein kleiner Überblick von dem, was ich mache, wie ich es mache. Vielleicht versteht jetzt auch der eine oder andere, warum der Meindl auf der Rennstrecke immer so einen Tunnelblick hat und nicht mit uns reden will. Ich will gerne mit euch reden, aber manchmal bin ich einfach extrem konzentriert und fokussiert auf das, was ich mache, weil ich natürlich dann, wenn ich auf der Rennstrecke draußen bin und sobald das Visier zu ist, habe ich eine Menge Spaß
und im Nachhinein umso mehr, wenn ich weiß, es war richtig, richtig gut. Und dafür arbeite ich, dafür bin ich konzentriert, dafür nehme ich natürlich Opfer in Kauf, dass ich vielleicht nicht so gesellig bin oder halt dann um 10 Uhr im Bett liege und ausgeschlafen sein will, meine Morgenroutinen durchführe, mit Kaffee gemütlich zur Toilette gehen oder einfach mal nur eine halbe Stunde in die Luft schauen. Also, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen in diesem Bereich gemacht habt. Es würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Ich denke, jeder Mensch ist anders. Jeder hat eine eigene Wahrnehmung. Jeder reflektiert sich selbst anders. Der eine gar nicht, der andere vielleicht auch zu sehr. Ich denke, dass man das auch nicht zu sehr ausweiten und austoben darf, weil man sich da auch extrem verrückt macht. Es muss eine gute Mischung zwischen guter Reflexion und guter und auch eine gewisse Schmerzfreiheit gehört dazu. Ne? Also das ist so, ist ein schmaler Grat. Aber ich würde dazu auch empfehlen, schaut euch interessante Interviews über Profisportler aus anderen Bereichen an. Profi-Bergsteiger, Profi-Radfahrer, Profi-Marathonläufer, alles was Profisport ist, interessante Persönlichkeiten, die ihre Gedanken, ihre mentalen Stärken und Schwächen in der Öffentlichkeit teilen. Da habe ich eigentlich immer das meiste gelernt. Sportartenübergreifend. Ich interessiere mich für alles, was irgendwie spannend ist. Also, das soll es gewesen sein fürs heutige Wochenende. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Wünsche euch ein schönes Restwochenende und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin und ciao.